Ach, ja. Vor allem gibt es ja auch noch andere Charaktere aus dem. Die Gonzo und so weiter sind ja auch noch wieder da. Ja, richtig. So, da sind wir wieder. Ist warm. Zack. Dann müssen wir einen Quadranten nach oben, ne? Nee, das ist direkt da. Ach, das ist direkt? Jetzt der Bockinstinkt. Alles klar. Das ist trotzdem praktisch. Weil er uns direkt reinbringt. Ruffin wird es gerade sehen, ganz gut. Ich hab's noch nie verstanden. Beim ersten Mal hat's gereicht, dass diese Glocke da zu läuten und dann beim zweiten Mal ist man direkt irgendwie reingekommen, ohne was dafür zu tun und jetzt braucht man das Ding. Mhm. Vor allem, das ist halt nur unser Triforce, gell? Das Triforce des Mutes. Jojo. Weil Power und Wisdom ist ja bereits verteilt. Verwaltet in dir. Was ich halt nicht verstehe, das Triforce nimmt uns ja nur an, weil wir ein wahrer Held sind, aber könnten wir nicht, wenn wir das nicht wären, überhaupt nicht erst den Taktstock haben können? Hm. Den hat er uns ja einfach gegeben. Ja, aber ich meine, der hat den uns doch nicht ohne Grund gegeben, weißt du? Ja, keine Ahnung. Ich meine, die Klamotte hätte jeder anhaben können. Denn der halt da 12 wurde. Ja. Weißt du? Kein Plan. So, da bewegt er sich ja jetzt ja nicht mehr, ne? Oder redet er da noch? Ich glaube nicht. Doch, bewegt tut er sich noch. Achso, also ja. Jetzt ist er noch das Boot. Und kann. Er ist da unten dann in die Gestalt wechseln. Oh. Kaputt. Ja, gab es einen kleinen Raid. Dungeon Raid. Hallo. Ich finde die Wandgemälde auch so cool. Die ist ja noch da. Ah, jetzt ist sie fort. Ja gut, scheiße gelaufen, ne? Formulierung. Dieser Satz, Zelda nehme ich von nun an. Ich hätte das Ich irgendwie so da zwischen das Nehmen und das Von gepackt. Zelda nehme ich von nun an in meine Obhut. Weißt du, das jedenfalls, das ist auch genauso. Ja. Oder das jedenfalls, vielleicht nochmal ganz am Anfang. Na gut. Dann wollen wir mal. Sind nur zwei. Ach, der hat sogar einen Umhang. Ja, haben die beide. Mit einem hast du eben verbrannt. Ja, das ist das Problem. Du kannst ja immer nur den kontern, den du anvisiert hast. Ui. Na komm, den will ich. Ui. Nice. Der haut den anderen, seinen Kollegen oben, ne, und dem Moment killst du ihn. Voll gut. Herzen. Ach, verdammt. Gerade das Wichtigste irgendwie. So.
Also wieder ab nach draußen. Und dann... Ist das Master Sword überhaupt schon auf seiner vollen Stärke? Ja, ja. Das heißt, wir können jetzt draußen... Ah ja, genau. Okay. So, eigentlich hätte man auch davon ausgehen können, dass man zuerst dahin geht und dann diese Barrikade aufgeht. Machen die Speedrunner vermutlich auch. Wo war die Barrikade? War die nicht jetzt irgendwo hier? Ja. Eigentlich überhaupt nicht getroffen, aber egal. Ja. Das Licht des Masterschwerts hat ausgemacht. Aber ich finde das voll cool, weil da unten ist überhaupt kein Wasser. Ja, da sieht man aber auch schön die Berge, die in der Umgebung sind, wie die Inseln darstellen sollen. Guck. Ja. Finde ich ziemlich cool gemacht eigentlich. Ziemlich hohe Berge. Ja? Die Federn jetzt echt noch sammeln? Ja, komm, können wir eigentlich machen, oder? Ich meine, was wir haben, Hammer, oder? Ich meine, da gab es doch eh noch ein Herz der von dem Kollegen. Nee. Nee? Oder? Ich glaube, ein Geld, dachte ich eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich meine, hey, was wir haben, Hammer, also von daher. Und dann. Die Boden sind mir eigentlich am liebsten, weil die sich nicht fangen. Ach, stimmt ja. Zack. So. Aua! Uah! Lol! So! Nice! Das war zwar überhaupt nicht beabsichtigt, aber gut. So. Dafür kriegen wir diese 9,50 € Rubine noch zusammen. Ja, denke ich auch. Was ich ganz cool finde, ist eben bei diesem Platz eben mit dem Baum, gell? Mhm. Das erinnert an diesen einen Hinterhof vom Hyrule Schloss aus Ocarina of Time, wo man die Skulptur haben konnte. Okay. Das war nämlich genauso gebogen, genauso breit ähnlich. Ja! Keine Jobs. Ich wollte es aber gemacht haben. Einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert. It doesn't work. Kannst du mir ehrlich gesagt auch da sein. Aua. Die andere. Aua, ich will hier nicht runterfallen. Sagt so. Er und macht da einen Sprungangriff. Nein! Oh no! Wo komme ich jetzt wieder raus? Oh, den ganzen Weg nochmal. Ja, diesmal ohne Gegner. Rollen. Das war das Schöne bei Skyward Sword, da konntest du springen. Oh doch, der rollt einfach vorbei, scheiß drauf. Hier, guck, nur der ist ähnlich aufgebaut, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Was ist das denn da im Hintergrund? Das ist der Turm. Da oben drauf ist der Endkampf. Ich glaub, die Bösen immer in der obersten Etage wohnen müssen. Voll übertrieben, gell? Ich dachte schon, du fällst da jetzt runter. Das wäre saubitter gewesen. Einfach schnell rüber. Ja.
nicht genug. Ein bisschen länger hätten wir machen können, ne? Ja, einen ganz kleinen Ticken vielleicht, nur das hätte schon gereicht. Dass man das schön schön flüssig machen kann. So. Gut. Ich glaube, ich war zuerst, ne? Das, achso, man kommt jetzt direkt dann zu den Bossen, oder was? Ja, man kann, gut, man kann sich die Reihenfolge aussuchen, ne, aber... ja, dann machen wir doch eigentlich die richtige Reihenfolge, oder? Jo. Ganons Castell. Da finde ich Castell irgendwie... Das ist doofe Übersetzung. Also, dann denke ich auch genauso Schloss oder Turm oder so sein naja, können. Ein Schloss ist es ja eigentlich nicht so wirklich. Ja, für ein Schloss ist es zu klein. Das erkennt man nur an den Dingern außenrum, gell? Jo. Dann müsste das ja... da hat man auch nur die Items zur Verfügung, die man in dem Moment hat, ne? Ich hätte gehofft, er macht den Rüberspringangriff. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ja, gut. Da könnte man sich aber auch irgendwie durchglitschen. Ich weiß es nicht. Ja, so lange her, dass ich den Run gesehen habe, ja, deswegen... Ja, auch. Achso, das geht auch. Na dann. Ach Gott. Wie soll das denn? Ach du Scheiße. So. Ja. Na dann. Das ist so geil, wenn man diese Maske hat, dann haben die Bosse eine HP-Leiste. Sogar schwarz-weiß? Jo. Okay. Muss man den nicht zuerst mit dem Auge? Nee. Ich überlege, wie lang dieser Haken eigentlich ist. Jo. Ey, du hebst damit ja auch die Schätze raus, ne? Ja, klar. Die Musik ist auch so ganz komisch verzerrt. Ja, das stimmt. Kann es doch irgendwie auch ganz schnell dann machen, gell? Ja, gleich in der nächsten Phase, wenn ich jetzt das nicht trifft. Aber wie gesagt, wenn du diese halt 50 oder 40, glaube ich, waren es, was ich gelesen habe, von diesen Glücksamuletten bei der Lehrerin abgibst, dann gibt sie halt die halt diese komische Maske, wenn du die aufsetzt, kannst du halt HP-Leisten von Gegnern sehen und halt auch vom Boss. Also von diesen Bossen. Was eigentlich ganz cool ist. Sollten sie öfters einführen, finde ich. Ich habe so extra bei mir von meinem Spiel, von meinem Spiel, habe ich ein Skript gemacht, dass man HP-Leisten von Gegnern sehen kann. Das ist gut. Weil gerade bei einigen Kämpfen wird man sich sonst denken, what the fuck, wie lange dauert das noch? Ja, eben. Okay. Aber das müsste dann jetzt. Jetzt müsste man sie One-Cycle killen können. Ja, das Schwert ist ja stark genug, ne? Er hatte damals nur das erste Schwert gehabt. Ah ja. Hallo. Junge, ich bin hinter dir. Ja, oder auch nicht, ne? Jetzt aber. Nice, Sü! Ja, manchmal ist es halt wirklich, wenn du einen bestimmten Schwinger hast, dann trifft es zweimal. Hier, die Pflanze müsstest du auf jeden Fall One-Cycle kriegen. Wenn du schnell genug hinrennst, dann ding. Ich erinnere mich an den zweiten Boss ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, da ist es. Alles klar. Renn an dem einfach auch vorbei. Rennen, nicht rollen. Ja.
Wie war denn das? Die konnte ich doch irgendwie zu mir bringen, die Plattform, ne? Ja, da ist ein Propeller an der Seite. Ah ja, da. Im Wedeligen Wedel. Wedeling Wedel? Mhm. Von Wedelstan? Nee, aus Wedel. Ach so. Genau. Mit Zwischenstopp? Nein! Oh, doof! Dass er sich abgerollt hat. Kann ich da so hinspringen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Alisa sagt, sie holt sich Pokémon Go erst, wenn es in Deutschland rauskommt. Soll sie machen. Ist ja jedem selbst überlassen. Kloppt! Achso, und da unten ist der nächste erst. Ja, das war klar, dass ich nur einen Zyklus bekomme. War das nicht bei Minish Cap so, dass man so einen Krug hatte? Hier ist Seil da oben verrumglitscht. Das ist auch eine gute Idee. Was denn? Das so zu machen, damit du nicht rollst. Ah ja, und selbst wenn du rollst, dass du dann drauf bleibst. Irgendwie muss ich es doch machen, oder? Jetzt rüber. Boah. Okay. Umhang ausrüsten und rein. Ja, ausrüsten. Warte. Ja, du weißt, wie es geht, ne? Ich hoffe. Ab wie sie noch rein. Ich glaube, du musst jetzt neu auswählen. Das ja, wahrscheinlich. Das war aber nur der Bumerang, ne? Mhm. Ach, die Pflanze. Einfach. Genau. Schwenken und. Die. Ich würde immer so, dass bei der Fick ja im Uhrzeigersinn. Gegen den Uhrzeigersinn, meine ich. Damit er in seinem Rundfuß halt mehr mitnimmt, als du anvisierst. Das hinten. Du kannst von hier machen. Kannst stehen bleiben. Komm her! Tö! Nicht so lange warten, sonst macht das Ding einen Angriff und regeneriert die halt. Ja, schnell hinrennen, hinrennen! Scheiße! Ja, nicht richtig gemacht. Egal. Man kann so ein Cycle schaffen. Ja, denke ich mir. Jetzt! Direkt ohne zu auf da. Oh, ja, ja, wenn du bei den Dingern bist, hau die. Scheiße, aber den einen hätte ich dran gekonnt. Achtung, jetzt schnell. Verdammt. Jetzt aber. Na, also. So, bitteschön, ich glaube, der Trick ist tatsächlich, dass man diese Stichkombo benutzt, weil man dann. Das kann gut sein. Weil das Moveset ist ja anders und dann. Naja. Man muss wirklich sehr schnell dahin rennen. So, ich habe jetzt den beschissensten Mini-Dungeon von allen. Weil? Ja, das ist richtig knapp gemessen. Ich muss dreimal, muss ich da so diese Treppendinger, glaube ich, ausfahren oder irgendwie so. Oder nur. Okay, doch nicht zwei. Ah, Fee. Ich würde sagen, die hätte ich gerade vor Schaden bewahrt. Ich kann schon. Ach, Schatz. Jojo.
Bahn schaffen. Da ist noch eine Fee, die kannst du dir. Jo. Genau. Ich hasse das, wenn die in der Wand verschwinden. Nice. Er isst uns gerade. Nom nom nom, Mütze und Haare. Hm. Hier, bei dem Dings ist es noch relativ einfach, dann kann man nämlich einfach... Gut, ich muss die jetzt erstmal hier hinloggen, das ist ein bisschen blöd. Oder ich kann auch einen einfach hier hintragen. Ach, du hast sogar schon einen, guck mal. Ja, ich will den Geist loswerden. Ja, genau. Och, Spielverderber. Ach, doof. Jetzt. Das ist das Schöne, dass du den nur einmal so... Pass auf, ich stell den jetzt nämlich erstmal hier hin. Dann wartest du, bis er sich... Genau. Alles klar, wir kommen gleich. Ciao. Mach den Pass noch zu Ende. Was ich jetzt runtergestimmt hätte, ne? Ich hab das schon ganz oft so gemacht. Naja. Hier ist es ein bisschen mehr tricky, den musst du nämlich snipen von da hinten. Dann den hier vorne auf den Schalter abstellen und dann da hinten wieder hinrennen. Und jetzt hier, glaube ich, ist noch so ein Skelettviech. Ja, auch nicht. Hier keins? Okay. Okay, wie ist die Kamera jetzt? Okay. Lauf, Junge, lauf! Nein, tief! Ne! Das nimmt dir was von der Zeit? Wie assi ist das denn? War ich doch richtig mit meiner Erinnerung. Das ist nämlich der Trick bei dieser Kombo, der macht mir dieses Wirbelattack am Ende. Dann dadurch zweimal, ja. Richtig, machst du mir Schaden. Guck mal, ob du den ganz hinten kriegst. Genau den. Nice. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt an dem Wochenende gefühlt mehr Progress gemacht als jemals zuvor. Jo. Thank you.
der Eingang steht. Vier Stück noch, fünf. Sehr, sehr gut. Für die Speedrun-Taktik sehen. Ach, wie doof. Hier verstärkt mit dem Wandern. Das ist einfach mega Glück irgendwie. Oder das. Das hat mich nämlich echt gewundert, ob bei dem Kampf das so. Ich glaube nicht mehr, oder? Doch. Nein! Oh! Schaffen können. Also ihr habt es gesehen, man kann es Freestyle schaffen. Wegen einem Geist jetzt. Und auch nur wegen einem Schlag, ey. Ja, das ist echt ärgerlich. Zwei. Ja gut, du hättest ihn nur noch einmal schlagen müssen vorher. So, jetzt helfen wir. Jetzt helfen, ja. Jetzt können wir. Das sind auch nur acht Platten, meine ich.